Integration, Migration, Schlagzeilen, die uns täglich ins Auge springen. Ein mühsames Unterfangen, das von den Verantwortlichen mit viel Engagement behandelt wird. Es geht dabei um nicht mehr und nicht weniger als das Zusammenleben in unserer Gesellschaft in all der Vielfalt. Wir sind jung, alt, reich, arm, gut gebildet, weniger gute Bildungskarriere hinter sich, sind behindert, haben unterschiedliche religiöse Orientierungen, sind gesund, wie auch immer. Unsere Gesellschaft ist sehr, sehr vielfältig. Manche kommen aus dem Inland, manche aus dem Ausland. Und es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir es schaffen, mit den Problemen, die diese Vielfalt bringt, einfach in Zukunft ein bisschen entspannter und ein bisschen professioneller als in der Vergangenheit umzugehen. Das Thema Integration beschränkt sich nicht nur auf die großen Ballungszentren, sondern auch auf regionale Bereiche. Wir bemühen uns, dass wir Integration möglichst breit gefächert im Bruck an der Mur vonstatten gehen lassen. Es soll nicht nur ein Thema der Ausländer- oder Migrantenproblematik sein, wie es in den letzten Jahren immer wieder in den Medien gekommen ist. Integration betrifft alle Bereiche der Gesellschaft, sei es jung, alt, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Wirtschaft. Und gerade hier setzt die Charta des Zusammenlebens in Vielfalt, die wir heute hier unterzeichnet haben, beziehungsweise zu der wir uns heute bekannt haben, setzt hier diese Charta an. Und das soll die Leitlinie für das Handeln der Stadt Bruck an der Mur in der nächsten Zeit sein. Es ist sicher noch eine Frage der Zeit, bis der steirische Weg wirklich genützt wird.